Zeit. So, wir kommen hier gerade nicht raus. Wir wurden hier vom Geist irgendwie eingesperrt. Ich glaube, der möchte unsere Gegenwart weiterhin genießen. Wir haben den Schlüssel für den B-Flügel und für das Zimmer 106 bekommen. So. Und auch hier verfolgen uns die Geister. Ernst? Es regnet, Mann. Warum regnet es eigentlich? Da bin ich. Habe ich den Schlüssel? Ach, muss ich den selber anwählen? Ja. Also ich dachte, hä? Es ist, weil es verschlossen ist, weil ich einen Schlüssel benutzen muss. Weiß ich gar nicht. Ja, der atmet jemand sehr schwer. Hier kriegt jemand sehr schwer Luft. Noch ein Schlüssel. Flügel A. Okay, wir müssen wahrscheinlich erst durch den Flügel A gehen. Oh Gott! Voll super Gänsehaut, Alter. Kann man das sehen? Voll die, Gänsehaut kriegst du da. Uah. Mach ich nicht. Mach das Licht wieder an. Bildet man sich schon ein. Moment. Do not open. Oder don't open dead inside. Oder wie war das, ne? So, es erscheint, als hätte der Portier ein ernstes Problem mit seinen Gästen gehabt. Ja. Diese verdammte Irre hat versucht, mich in die Luft zu jagen. Ich konnte ihn überwältigen und ein der Zimmer ersperren. Möge Gott mit allen seinen die Flügel B betreten. Die Kombination für das vorherige Schloss ist Anger. Ja? Können wir uns nicht irgendwas anderes überlegen? Ich meine, Gott soll mit uns sein und so, hat's ja gesagt. Warum erzählt er uns das einfach so freiwillig? Okay. Das war jetzt. Ich gehe hier rein und gleich. Die Musik ist halt super gruselig und alles. Warum? Ich will das nicht. Warum tun wir uns das alles an? Warum tue ich mir das eigentlich alles? Ja, ich brauche die Views, ne? Ja, das, ne? Aha. 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 Oh, eine Kommode, die leuchtet. Soll die bestimmt irgendwo hinschubsen, damit ich da ran kann. Dieses schöne Feuerding ist hier. Ein Loch in der Wand, oder? Geht da oben durchsneaken? Noch eine Decke. Hier kamen wir ja gerade durch. Soll ich hier wieder rüberklettern oder was? Da war es aber nicht viel Saft drin in der Kerze, wa? Ja, ich denke, irgendwie, was soll ich damit anstellen? Aha! Oh.
Was ist bloß hier los? This must be what that disturbed janitor was writing about. Looks like he died a long time. Vor langer Zeit verstorben, ich weiß nicht. Also vor langer Zeit, ich sag mal vor 2 Monaten oder vielleicht sowas in der Richtung, ne? Ich meine, die Fliegen haben noch Bock auf ihn. Und so ganz... Weiß ich nicht, also ich glaube, vor langer Zeit. Das ist ein Soldat, ne? Ja, das ist ein Soldat. Können wir das wieder rausziehen? Guck mal, die Lampe bleibt jetzt mal hängen. Okay. Ich würde sonst Kotzen kriegen, ehrlich. Mal gut, es mangelt uns hier nicht an Lichtquellen. Oh. Da sind wir diese komische... Ding ist, aber ich habe ja eine Säge. Aber warte mal. Hier hätte es auch anders sein können, ne? These damn roots again. They seem too tough for me just to break them. I can't deal with it with my bare hands. I need some kind of sharp tool. Junge, du hattest doch eben gerade noch die Säge gehabt. Jetzt sollen wir aus diesen... Ja. Oh ja, klar ist er weg. What? I couldn't just get up and walk away. Erst machen sie. Ah! Let me go! Help! Help! I will leave you of your life, you Yankee bastard! You can't stop the assassination! Lincoln McPhaper's lies! Granate, Alter. Zombies. Oh, okay. Boah, die Beine, ich spür. Ja. Ach, Kacke, Leute. Boah, wie das blutet, diese Wurzeln, Alter. Ekelhaft. Nein. Ach, Junge. Schnipp, schnapp, ich schneide die Wurzeln ab. Da, 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 da. Mit einer Heckenschere geht das zigzag. Das haben wir nicht sehen. Wir sollen wahrscheinlich irgendeinen unmöglichen Weg erklettern. Diese Wurzeln, die sich bewegen. Ich finde das komisch. Ja, alles ein bisschen offen. Was war denn das? Eure Gruseligkeit, eure Gruseligkeit. Ach komm, bitte. Jetzt will er uns verarschen hier. Was macht passiert natürlich dann, wenn wir hier solche Sachen machen hier, ne? Hallo. You are supposed to check every possibility, Norton. You're a judge, and you should know how to bend the law without breaking it. The contract states you can both hand over your shares without each other's consent. I'm sorry, George, but you signed it yourself. I never thought that bastard would try to outwit me, and that his demented spawn would sneak into the mine. What do you expect? The brat cannot inherit. We have to persuade that old fart somehow, or we'll end up with nothing! Okay. Did that really happen? Did
plot against my father and me? Ja, deswegen ist es auch alles hier super gruselig. Die Leichen der Vergangenheit wollen sich immer noch an dir vergehen, mein Lieber. Die Geister der Vergangenheit oder die Geister der Krief oder... Geist der vergangenen Weihnacht, ich weiß es nicht. Der gegenwärtigen. Der zukünftigen. Es muss ja schon eine romantische Stimmung hier aufkommen. Ich bin bei einer romantischen Stimmung immer, ne? Aber man sagt das immer nur, weil man Angst hat, ne? Es ist einfach nicht, weil ich irgendwie witzig sein will oder sowas. Ich glaube, das ist diese pure Angst, die in mir passiert hier quasi. Deswegen... Moment, mein Licht. Habe ich das ausgehört schon mal? So. Die Beschreibung zu urteilen handelt es bei Henry um einen typischen Melancholiker, der jeder unklug daraus Vorteile und Schlüsse zieht. Es muss sich hierbei nicht um einen Selbstmord handeln. Zu viele Menschen sind dieser Gegend bereits verschwunden und nicht alle von ihnen waren von äußerst sensibler Natur. Langer Brief. Mr. Hyde. Ich habe Ihnen bereits viele Male geschrieben, jedoch nie eine Antwort von Ihnen erhalten. Weshalb ich Sie erneut fragen möchte, erinnern Sie sich wirklich nicht an meinen Bruder Henry, der vor 2 Monaten in Ihrem Etablissement zu Gast war? Er ist 31 Jahre alt, groß gewachsen, schlank und trägt eine Brille. Er besucht Ihren Gasthof, da er sich dort nach einem kürzlichen Zusammenbruch etwas Ruhe und Frieden erhoffte. Er ist ein vielversprechender junger Künstler, der Landschaftsmalerei frönt. Die friedvolle Atmosphäre der Region hat ihn seit jeher in Verzückung versetzt. Er sagt mir, die Energie der Berge und Wälder dort finde Widerhall in seiner Seele. Wie ich bereits in meinem vorherigen Brief erwähnte, kehrt mein Bruder nie nach Hause zurück. Blackstone ist der letzte Ort, an dem er lebend gesehen wurde. Ich kann die Möglichkeit nicht ausschließen, dass er sich das Leben genommen hat, haben könnte, da es von Leid und Schmerz geprägt war. Habe jedoch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass dies nicht der Fall ist. Selbst das kleinste Detail könnte mir dabei helfen, das Rätsel um sein Verschwinden zu lösen. Hochachtungsvoll, Anthony Wilcox. Wilcox. Cooler Name. Auch so heißt. Okay, ich glaube, wir müssen hier nicht raus. Aber ganz weit weg von diesen komischen... Na, haben wir kein Feuer mehr? Will mir das nicht vorstellen. Aber wir haben noch das. Moment. The reception key should be somewhere around here. Oh. Also ein Büro jetzt hier, ne? Da ist es abgeschlossen. Welch ein Ärger. Deswegen sollten wir uns hier auch umsehen. Hallo. Ja, da liegt das. Ich glaube, in seinem Schrank. Aha. Blöden hier. Ich glaube, in seinem Schreibtisch. So würde ich es vermuten. Okay, da nicht. Das. Bitte. Aha. Gewährt Zugang zum Impfbereich und zusammen 107 und 200. All I have to do is go back to the reception desk and find Gilman in the guest registry. Warum ist denn so wütend? Schön! Aua! Uschi! Oh! Oh! Kann ich hier nicht rüberjumpen?
Alter. Es pumpelt und rumpelt hier. Alles zugebaut. Ich häng fest. Ich häng echt fest. Nein. Nein, 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 nein. Warum häng ich denn hier fest? Jetzt nicht mehr. Oh! Zombies! Aua! Wir wollen uns hier nicht rauslassen. War aber schon mal. Ich will hier nichts. Ein Bettchen. Aha. Und jetzt sind wir hier unten wieder. Und sind vielleicht safe? Sind wir noch immer verzombied? Rennt die noch hinter uns her? Ich denke mal, das soll Nein bedeuten. Er muss sich einfach in den Schrank verstecken und nie wieder aus dem Schrank rauskommen und da drin verdursten und verhungern und so Scheiße. Dann werden wir selber zum Geist und torkeln durch die Gegend und werden Menschen erschrecken. Es scheint die Visitenkarte seines Arztes hier, um die verschickte Botschaft zu finden. Da haben wir sie. Wow, das ist aber ein langer Text. Doch nicht alles da drauf. So. Kurze Zeit vor dem Unfall in der Mine verschlechtert sich die Beziehung zwischen meinem Vater und seinem Partner. Zusehends George war aufgereizt, weil das Geschäft stagnierte, wofür er aus unerfindlichen Gründen meinen Vater verantwortlich machte. Manchmal auch mich. Ich war vielleicht ein unerträgliches Gör, das lässt sich nicht leugnen. Doch er bezeichnete mich immer wieder als wahnsinnig und meine unschuldigen Zeitvertreiber als geistesgestört. Könnte es sein, dass er einen Psychiater den ganzen Weg hierher bestellte, nur um mich loszuwerden? Oder ging es vielleicht um einen anderen Jungen? Nein, es geht um dich. Um uns. Vielleicht merken wir das ja gar nicht, wie beknackt wir sind. Wenn alle erzählen, wir sind beknackt... Bist du voll bescheuert? Geh wieder. Ich wollte da ja vorhin mich drin verstecken. Waren wir schon mal drin, dass alle Lichter wieder aus sind, ne? Wozu dann wieder anmachen, ne? Dass mein Herz mitmacht, ne? Boah, Scheiße. Da können wir nicht durch. Aber von hier kommt erstmal ein Geist. Die sind ganz schön anhänglich, die Jungs, ne? Und Mädels. Ah ja. Hello! Ach so. Es ist abgeschlossen. Und jemand knackt hier rum. Ein... Uah. Hör mal auf damit. Warte, blöde Kuh. Dann haben sich die Dinge zugetragen. Ich habe keine Erinnerung an diesen Vorkommnissen. Ich erinnere mich nur zu gut an stechende Schmerzen, denen die Hiebe von Vaters Gürtel verursachte, da ich ihn oft genug zu spüren bekam. Vielleicht traf er mich hier und da auch mit dessen Metallschnalle am Kopf. Oder so etwas. Ich weiß damit nichts anzufangen. Okay. Ich habe mich gestern an der Rezension über Mr. Hades Sohn beschwert, da wir durch den Radau, den er spät nass unter unserem Fenster veranstaltet, nicht mehr schlafen konnten. Das Kind, welches scheinbar unbeaufsichtigt war, tritt mit einem Freund, den ich nicht sehen konnte, da er sich irgendwo versteckte. Anschließend versuchte er, den Rahmen eines Fensters mit dem Stock aufzuhebeln. Als
ob er versuchen würde, in das dahinter gelegene Zimmer einzubrechen. Heute Morgen sah ich das Kind mit einem blauen Auge und einer geschwollenen Lippe. Ich bedauere nur meine harschen Worte. Mein Mann ist der Meinung, dass ich mich nicht einmischen sollte, da es uns nichts zusteht, über die Erziehungsmethoden eines anderen zu urteilen. Aber vielleicht könnten Sie Mr. Whitehead den Mut zusammenbringen, diesen Angelegenheit mit Mr. Hyde gegenüber anzusprechen. Ich habe Angst, dass er seinen eigenen Sohn töten könnte. Sonja Haft. Es knarrt. Ich sehe es aber nicht. Ach, da. Ja, schön. Hallo. Ja. Zum Glück kommen wir da nicht rein. Haben wir ja schon mal drin, oder? Oh ja, die Schublade gelegt. Was ist denn hier los? Kommen wir mal wieder nach oben. Nee. Aber warum das denn? Wie überall immer wieder die Türen zugehen, ne? Auf und zu, Türen zu, Türen auf. Was? Ja, atme doch nicht so schwer, wird alles wieder gut. Nicht schön. Ja, es hat jemand ganz schlimm Tage. Moment, der Tolle ist so. Ja, wir sollen das Loch da unten reinhüpfen. Ich weiß nicht. Das. Liebe Leute, sehen wir in der nächsten Folge im Haus. Oder ein Gasthof des Horrors und Schrecken. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für's Einschalten.